Wir sehen hier die Definition für einen Deadlock-Zustand, nämlich eine Menge von Prozessen befindet sich in einem Deadlock-Zustand, wenn jeder Prozess aus dieser Menge auf ein Ereignis wartet, was nur ein anderer Prozess aus dieser Menge auslösen kann. Das ist eine unangenehme Sache und das ist etwas, was man eigentlich überhaupt nicht haben möchte innerhalb eines Betriebssystems. Und es geht jetzt im Grunde um die Frage, wie kann man so einen Deadlock-Zustand erkennen? Woran kann man ihn erkennen? Zunächst einmal gibt es ja die Forschung von Mr. Kaufman, der hier insgesamt vier Bedingungen einmal zusammengetragen hat. Und es gilt ja die Aussage, wenn alle vier Bedingungen zur selben Zeit zutreffen, dann liegt ein Deadlock vor. Das heißt, wenn wir auf einem jetzt gerade laufenden Betriebssystem verschiedene Prozesse haben, die jeweils unterschiedlichste Ressourcen an sich gebunden haben oder eben auch nicht, sondern vielleicht sogar darauf warten, diese Ressourcen bekommen zu können, dann liegt eben genau ein Deadlock vor, wenn alle diese vier Bedingungen jetzt eben hier zur selben Zeit zutreffen. Und wir richten unser Augenmerk jetzt mal hier unten auf diese vierte Bedingung, auf diese sogenannte Circular Wait Condition. Und daraus lässt sich jetzt etwas ableiten, mit dessen Hilfe man Deadlocks erkennen kann. Es geht um den sogenannten Betriebsmittelgraphen oder auch Belegungsanforderungsgraph, wie der alternativ genannt werden kann. Und wir haben hier zunächst einmal eine Menge von Prozessen. So, die nennen wir mal P1, P2, P3, das sollte ein P sein, P3 und so weiter. Und wir haben Ressourcen. Wir haben Ressourcen und die nennen wir mal R1 und R2 und R3 und so weiter. Ja, also Prozesse auf der einen Seite, Ressourcen auf der anderen Seite. Und jetzt wählen wir mal eine geschickte Anordnung im Rahmen eines Graphens. Und dann machen wir einmal Folgendes. Wir haben den Prozess P1 und dass es ein Prozess ist, erkennen wir an dem Kreis, der da rundherum ist. Und wir haben eine Ressource R1 und dass es sich um eine Ressource handelt, das erkennen wir an einem Viereck oder was wir da rundherum malen. So können wir also alle Prozesse, die wir haben, hier aufmalen. P1, P2, P3, R1, R2 und R3. So, und jetzt geht es darum, wie ist der aktuelle Zustand in unserem Betriebssystem? Also wir stellen uns vor, wir haben hier ein Betriebssystem, das läuft gerade, verschiedenste Prozesse, nämlich P1, P2, P3, sind aktiv, also sind gestartet auf diesem System. Und es gibt eben auf unserem Rechnersystem verschiedene Ressourcen, hier also mal R1, R2, R3. Und die einzelnen Prozesse benötigen jetzt verschiedene Ressourcen. Es kann jetzt also folgende Situation vorliegen. Der Prozess P1 könnte also bereits die Ressource R1 an sich gebunden haben. Und wir sehen hier einen Pfeil, der geht von R1, also von der Ressource, zu dem Prozess hin. Und genau diese Pfeilrichtung ist entscheidend. Die Ressource ist bereits an den Prozess gebunden. Das sagt hier diese Pfeilrichtung aus. So, auf der anderen Seite könnte es natürlich sein, dass wir eine Ressource R3 haben. Und diese Ressource R3 ist jetzt bereits an den Prozess P2 gebunden. Das heißt, der Prozess P2 hat die Ressource R3 jetzt und darf mit ihr arbeiten, sofern das eben möglich ist und nichts anderes dagegen spricht. Jetzt könnte es genauso sein, dass unser Prozess P1 aber auch auf diese Ressource R3 zugreifen möchte. Ja, der Prozess P1 möchte in Zukunft also auf diese Ressource R3 zugreifen. Er hat sie aber jetzt noch nicht an sich gebunden. Und da kommt jetzt wieder hier unsere Pfeilrichtung ins Spiel. Wir haben also einen Pfeil, der bei P1 startet und bei R3 endet. Die Pfeilspitze ist also bei R3. Und diese Richtung des Pfeiles sagt also aus, der Prozess P1 möchte gerne die Ressource R3 zugewiesen bekommen, aber er hat sie halt noch nicht. Okay, und wenn wir jetzt im Grunde großes Pech haben, dann könnte der aktuelle Zustand unseres Systems also auch noch so aussehen, dass der Prozess P2 gerne auf diese Ressource R1 zugreifen möchte, aber P2 hat die Ressource R1 noch nicht. Also jetzt im Moment ist das noch nicht so gegeben. So, wenn wir jetzt diese
Situation hier so haben. Und wenn das jetzt gerade die aktuelle Situation in unserem Betriebssystem ist, zum jetzigen Zeitpunkt, dann sehen wir auch, P3 hat im Grunde keine Ressourcen, R2 ist an niemanden gebunden. Ne? Also es kann beliebig viele Prozesse, beliebig viele Ressourcen geben, mit denen man diesen Graphen hier aufbauen kann. Und jetzt aber wieder mal hier geschaut, Circular Weight Condition. Ja, es gibt eine zyklische Kette von Prozessen, die bereits Ressourcen an sich gebunden hat und gleichzeitig auf weitere Ressourcen warten. Alles, was wir jetzt noch machen müssen, wenn wir so einen Betriebsmittelgraphen hier haben, ist, dass wir schauen müssen, ob jetzt hier eine zyklische Kette vorliegt. Und das mache ich im Grunde, ja, als Mensch im Grunde ganz einfach. Ich starte hier bei Prozess 1 und gehe in Pfeilrichtung. Ne? Dann komme ich hier zur Ressource 3, gehe in Pfeilrichtung weiter, komme zu R2, gehe in Pfeilrichtung weiter, komme hier hin, gehe in Pfeilrichtung da. Und da war ich schon mal. Okay, und damit, dass ich immer in diese Pfeilrichtung gegangen bin, habe ich also hier gezeigt, dass eine zyklische Kette vorliegt. Und damit habe ich gezeigt, dass hier diese Bedingung 4 zutrifft, die Circular Weight Condition trifft zu. Und wenn man sich die anderen drei Bedingungen nach Kaufmann anschaut, dann treffen die im Grunde auch alle zu, damit dieses hier überhaupt so existieren kann. Also alle vier Bedingungen treffen gleichzeitig zu. Und das heißt, wir haben hier an dieser Stelle einen Deadlock. Der liegt vor. Naja, und klar ist, Prozess 1 ist an diesem Deadlock beteiligt, die Ressource 3 ist daran beteiligt, der Prozess 2 ist beteiligt und die Ressource 1 ist daran beteiligt. Ne? Denn wenn man diese vier jetzt hier jeweils in Pfeilrichtung durchläuft, dann liegt also ein Deadlock vor, damit ist das nachgewiesen. Und das, was wir jetzt hier als Menschen gemacht haben, dass wir also hier gezeichnet haben und dann im Grunde ja mit unserem Verstand, mit unseren Augen den Pfeilrichtungen gefolgt sind und eben festgestellt haben, dass wir dadurch in einen Zyklus geraten, sodass wir am Ende wieder am Anfang ankommen, das kann man auch maschinell ausführen lassen. Das heißt, es gibt Algorithmen auf Graphen und diese Algorithmen auf Graphen können eben einen Zyklus testen innerhalb so eines gerichteten Graphen. Und wenn man das jetzt in ein Betriebssystem einbauen würde, also zu einem beliebigen Zeitpunkt, wird im Betriebssystem praktisch ja, die Ausführung der Prozesse mal kurzzeitig, ich meine wirklich sehr kurzzeitig gestoppt, dann baut intern das Betriebssystem so einen Graphen auf. Ne? Das heißt, es werden alle Prozesse genommen, die gerade laufen. Es werden alle Ressourcen genommen, die da sind. Es werden jetzt hier, na, bildlich gesprochen, diese Pfeile ja, symbolisiert. Und dann prüft der Algorithmus, ob, wenn man die Pfeile in Richtung, in der jeweiligen Pfeilrichtung durchläuft, ob ein Zyklus da ist. Und wenn ja, hat man einen Deadlock und dann weiß man anhand des Zykluses auch, welche Ressourcen, welche Prozesse daran beteiligt sind. Und wenn man eben keinen Zyklus hat, dann weiß man das eben nicht. Okay, das wäre also etwas, was durch ein Computerprogramm abzubilden wäre. Die Problematik dabei ist allerdings, dieses Computerprogramm wird wahnsinnig aufwendig. Und zwar umso aufwendiger, je mehr Prozesse und je mehr Ressourcen insgesamt auf dem System gerade vorhanden sind. Und es ist also keine Seltenheit, dass da ja mehr als 100 Prozesse irgendwie gleichzeitig laufen und gestartet sind. Und wenn ich dann nochmal so viele Ressourcen habe und so, das wird wahnsinnig aufwendig, da einen Zyklus zu testen, auch Zyklen zu testen. Und dieser Aufwand, ja, der sorgt dafür, dass es sehr, sehr schwierig ist und dass es vor allen Dingen sehr lange dauert, das alles rauszufinden. Ja, und wie oft will man auf Deadlock testen, ne? Wenn ich jetzt der Hersteller eines Betriebssystems wäre, was muss ich denn da sagen? Will ich einmal pro Stunde testen, ob ein Deadlock vorliegt? Ne? Einmal pro Minute, einmal pro Sekunde, tausendmal pro Sekunde? Ja, ich muss ja irgendeine Festlegung treffen. Die Problematik ist, ein einziger Test, ob in dem gesamten Gefüge ein Zyklus vorliegt, dauert schon sehr lange. Und wenn ich das dann noch oft testen will, dann habe ich wahnsinnig viel Arbeitszeit, was im Grunde durch diese Deadlocks-Test verloren geht, von der eigentlichen CPU-Zeit, die Prozesse ja viel besser nutzen würden. Und wenn dann eben die Situation ist, dass ein Eintreten eines Deadlocks relativ unwahrscheinlich ist, dann verzichten Betriebssystemhersteller eben gerne darauf, auf solche Deadlocks zu testen, denn dann bleibt mehr Zeit für die Prozesse auf der CPU. Und wenn dann tatsächlich mal ein Deadlock passiert,
Ja, dann ist das halt Pech. Ne? Da hat der User immer noch die Reset-Taste an seinem Computer und kann dadurch den Deadlock auflösen, obwohl das natürlich gerne mal mit Datenverlust verbunden ist.